Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute geht es um eine Bronzesammlung. Da befinden sich auch einige Schätze darunter. Ihr habt hoffentlich Lust, mit mir heute da durchzustöbern. Bleibt doch sehr, sehr gerne dran. Wie schon gesagt, geht es jetzt heute um die Bronze. Und da schauen wir uns mal die Sammlung an. Es wird vielleicht auch der ein oder andere wieder aussortiert, wieder gehen müssen. Ich werde auch ein paar Swatches dazu machen und so. Also ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Es geht jetzt los. Das sind jetzt meine gesammelten Bronzeprodukte. Ich gucke jetzt mal, was ich von welcher Marke vielleicht zusammensortieren kann. Und dann gucken wir uns die im Detail an. Es ist ja wirklich merkwürdig, dass ich keinen Bronzer von Essence habe. Drei von Catrice, viele von River Loves Me oder River De Young und so weiter. Kiko ganz viele, aber keinen von Essence. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hat denn Essence noch nie Bronzer auf den Markt gebracht oder haben die mir bisher alle nicht gefallen? Keine Ahnung. Wir starten jetzt mal mit Kiko. Da habe ich nämlich aus dieser Unexpected Paradise Reihe gleich zwei. Den 02 Universal Sienna und den 01 Warm Honey. Und ich sage euch auch warum, weil das sind ganz tolle Bronzer. Und einer ist halt mehr so für die Sommermonate und einer ist mehr für die Wintermonate. Von den Farben. Beide riechen nach Kokos übrigens. Und einer ist heller, einer ist dunkler. Deswegen müssen leider beide bleiben. Des Weiteren habe ich hier noch einen, der ist aus der Silicon Notes Reihe und der hat einen kleinen Blush in der Mitte, dass der ein bisschen wärmer gemacht werden kann. Der ist mir fast ein bisschen zu aschig, aber ist nochmal ein ganz anderer Farbton als die anderen beiden. Dann habe ich diesen unglaublichen aus so einer Geburtstagsedition von Bellezza. Und der ist vom Packaging halt mega. Und da habe ich die Nummer 02, meine ich, Sienna. Da gab es auch noch eine 01. Ich habe mich da jetzt leider für die dunkle entschieden, weil die dunkle ist schon relativ dunkel. Hat ein bisschen einen Schimmer, ist auf der wärmeren Seite, aber sieht nochmal ganz anders aus als die anderen Töne. Und hier der aus der Charming Escape Reihe habe ich auch die Nummer 02, Sienna. Offensichtlich heißen alle Nummer 02, heißen dann Sienna. Und dann gucken wir auch mal, wie der vom Farbton ist. Auch sehr schön und tragbar. Ich kann nichts anderes behaupten. Ich möchte jetzt aber gerne noch einmal den hier mit der 02, diese zwei Siennas noch mal ganz deutlich nebeneinander haben. Ob die sich sehr ähnlich sind. Vielleicht sogar hier am Unterarm. Aber nein, der eine ist warmer, der andere ist kühler. Also auch nicht 02 bedeutet, dass es der gleiche Farbton ist. Da werde ich wahrscheinlich auch alle behalten müssen. Von Too Faced habe ich zwei. Da hatte ich ursprünglich drei und habe jetzt den Chocolate Soleil Bronzer weggegeben und habe jetzt nur noch den Milchschokolade, weil der normale Schokolade ist mir halt zu dunkel gewesen. Das ist jetzt der Milchschokolade und ich finde, der geht Sommer wie Winter. Eher, ja, im Winter natürlich noch mehr. Und der hier heißt Sweetheart Bronzer. Der ist ein bisschen trocken. Ja. Und ist halt ein bisschen wärmer auch. Aber funktioniert noch sehr gut. Dafür, also wahrscheinlich werden die durch die Papierverpackungen auch irgendwann ein bisschen trockener. Bleiben natürlich beide. Den hier habe ich relativ neu. Face and Body Bronzer. Mit Lichtschutzfaktor. Ja, ich habe einen ganz neu. Noch gar nicht benutzt. Müssen wir mal die Folie runter machen. Den möchte ich natürlich jetzt auch testen. Das soll auch unter anderem für den Körper gut sein. Aber ich brauche am Körper keinen Bronzerton. Ja, der ist sehr warm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Ist ein sehr warmer Ton. Funktioniert sehr gut. Wird auch behalten, getestet. Und dann habe ich hier von Catrice zwei weitere. Die aus der Disney Classic Reihe. Einmal die Marie und einmal die Lady. Und ja, ich glaube, ich kann mich da auch von keinem trennen.
Weil das ist genauso das gleiche Schema Sommer und Winter. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich jetzt nicht. Das ist jetzt ein brauner Einheitsbrei auf meiner Hand. Aber für mich mache ich das jetzt eben auch, um zu sehen, was vielleicht weg darf und was nicht. Diese beiden bleiben auf jeden Fall. Und von Rival de Young. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Rival de Loop, Rival Loves Me und Rival de Young. Also so diese Untermarken, die Eigenmarken von Rossmann. Der hier ist relativ neu aus der Into the Jungle Reihe. Riecht ein bisschen so nach Blüten und ist nicht so warm. Also ist eher so ein bisschen aschiger Ton, aber ein bisschen auch mit Schimmer. Dann habe ich hier diesen Pastel Breeze. Der ist noch aschiger. Und die kann man halt aufbauen. Also die sind jetzt nicht so stark pigmentiert, die kann man aufbauen. Das ist der Take Me to the Beach. Dann habe ich noch die Super Fruits mit Kokosöl. Der ist halt schon, meine ich, am ältesten von allen. Funktioniert trotzdem noch wunderbar. Und das ist dieser Pop Art mit den Pommes drauf. Ich meine, der ist dann ins Standardsortiment gekommen. Das ist, weiß ich nicht, Honolulu, Hawaii, keine Ahnung. Ja, alle ähnlich, würde ich immer sagen. Die sind alle ein bisschen ähnlich. Und ich werde alle so ein bisschen auch als Sammlerwert und so weiter auch alle behalten. Packaging ist halt auch mega. Und jetzt kommen wir zu den ganzen, wo ich nur ein Stück habe pro Marke. Stelle ich auch mal an die Seite. Von Revolution habe ich den hier aus der Coca Pebbles Reihe. Und dann habe ich mit Umverpackung, weil es halt innen nicht so interessant ist. Und es ist so sparkling und mit Gold, dass ich nicht weiß, ob ich den behalten möchte. Der ist halt schon sehr, sehr krass. Doch, den behalte ich. Das muss sein. Ich war früher Flintstones-Fan. Ich habe das als Kind immer angeguckt. Der muss behalten werden. Dann habe ich hier noch einen Coco Bronze von Trended Up. Und tatsächlich mag ich den auch richtig gerne. Ja, vielleicht auch so eine Mischung aus Blush und Bronze. Der ist schon sehr rötlich für einen Bronzer. Ich würde eher sagen, das ist ein Blush. Aber ist offiziell ein Bronzer. Oder? Coco Bronze. Dann von Physicians Formula, der Butter Bronzer. Der ist so warm. Alle schwärmen ja immer von dem, aber ich finde den fast, wie soll ich sagen, zu braun für mich. Zu warm. Er ist nicht schlecht, aber sehr, sehr warm. Dann habe ich hier noch einen von Art Deco, meine ich. Genau, Bronzing Blush. Und der ist halt mega, mega schön, finde ich. Also Pressing und ja, es ist Blush Bronzer in einem. Man kann ihn eben ein bisschen wärmer tragen. Man kann es aber auch nur sagen, okay, ich nehme den Bronze-Teil und dann lasse ich das Rot aus und dann wird er automatisch ein bisschen kühler. Ich finde ihn toll. Ich tue ihn vielleicht genauso wie dieser Coco Bronze eher zu den Blushes einsortieren. Dann von Rose Laloon. Dieses Bronzing Powder finde ich auch richtig schön. Oh ja. Wenn man das jetzt noch einmal so anguckt, das ist schon sehr, ja, da finde ich ja fast Physicians Formula noch schöner. Aber ja, dann habe ich hier noch eins von Look by Bipa. Das hatte ich mal von Stefanie bekommen im Sommer. Ich glaube, letzten Sommer war das, hat sie mir das mal mitgeschickt. Und es ist sehr dunkel und sehr aschig. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Bronzerton. Auch wenn man das jetzt mit denen von Trended Up und so vergleicht. Er ist krümelig und er ist sehr dunkel. Ja, ich erzähle euch dann nachher, welche ich aussortiere. Dann einen von Anastasia Beverly Hills, Powder Bronzer 20. Und der hat doch auch ein bisschen einen rötlichen Einschlag. Ja, manchmal ist es nicht so, also ist der Übergang zwischen Bronzer und Blush ein bisschen fließend. Also das ist schon ein Bronzerton. Dann hier habe ich von Colourpop den Coconut Beach.
Der ist schon eindeutig ein sehr trockener, pudriger Bronzeton. Sehr schön, ein richtig schöner Ton. Und dann habe ich hier noch was, das müsste schimmernder sein. Das habe ich aber schon länger nicht getragen. Ipanema Sun von Becker. Bin wieder am gucken, wie es aufgeht. So schaut das Ganze aus. Ich mache das jetzt gerade hier. Oh, ja, doch, das ist ein toller Ton. Es ist ein richtig toller Bronzerton. Richtig schön. Und dann ganz neu von Gosch. Ich meine, der war in einer Pinkbox drin. Wie heißt der dann? 02 Natural Glow. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Das ist auch kein schlechter Ton. Gefällt mir auch. Pompös von Harald Glögler. Mal aus irgendeinem Paket gezogen. Ich wusste gar nicht, dass der sowas hat, aber ja, offensichtlich. Ganz krasse Pigmentierung und eine sehr schöne Farbe. Ist tatsächlich auch meins. M. Asam Magic Finish. Das ist der dunklere und zwar nennt sich der Deep. Da gibt es noch einen, der heller ist. Und ja, der Deep ist schon relativ hell, fand ich damals. Und wenn man jetzt den ganz hell nimmt, das sieht man kaum was. Das ist jetzt der Deep. Auch ein richtig toller Ton. Dann habe ich noch was von Larizzi, aber ich meine, das ist eher ein Konturprodukt. Aloha heißt das Ganze. Und nutze ich auch gerne. Kann man schön verblenden. Ja, sehr cooles Produkt. Den hier hatte ich mal beim Glamour Beauty Festival bekommen. Der war in meiner Goodie Bag drin. Der von Clarin. Ja, den habe ich eigentlich nur noch so als Erinnerung. So zum Benutzen tue ich den selten, weil ja, er ist schon sehr warm. Sehr warm. Aber der bleibt als Erinnerungsstück. Dann habe ich hier einer von Bottega Verde. Der riecht auch total nach Kokos. So ein Sommerbronzer. Und die Produkte sind auch nicht so günstig. Oh, und der ist schön seidig und cremig. Ich sollte den wirklich öfters benutzen. Dann habe ich hier einen von Urban Decay. Der heißt Sunkissed. Und den gab es einmal in zwei Farben und ich hätte gern die andere gehabt, weil dieser Sunkist ist mir tatsächlich viel zu hell. Selbst im Winter ist der sehr hell. Und ich swatche den jetzt einmal hier, da sieht man ihn, weil das ist auch meine hellste Hautstelle. Aber der ist schon sehr hell. Aber das Packaging ist einfach der Hammer und deswegen muss ich den aufheben. Dann habe ich noch den hier von Suzanne. Und der müsste sehr warm sein, glaube ich. Den wollte ich immer mal in den Urlaub mitnehmen. Bis jetzt hat sich das nie ergeben. Ja, der ist schon sehr glowy und so. Bin immer nicht sicher, ob der bleibt. Dann habe ich hier noch den Hoola Glow von Benefit. Da ist erstmal der Pinsel drin und so weiter. Und das ist jetzt der Farbton. Ja, da kommt schon auch ein bisschen an diesen So Susan Bronzer ran. Mega glowy. Es sind so richtige Gold-Glitzerpartikel drin. Dann habe ich hier natürlich den Original Bronzer von Love von LOV. Das ist natürlich der, Hatice Schmidt Gedächtnisbronzer. Und der ist sehr schön und sehr kühl und ja, passt auch sehr gut, sicher sehr vielen Hauttypen. Und der Barbour Bronzer, der war auch mal in einer Box drin, ist auch richtig schön, auch so ein dreifarbiger. Ich gehe mal durch alles durch und da kann man halt variieren, je nachdem, ob man gerade hellere Haut hat und so weiter. Und der ist auch schön cremig. Dann habe ich noch hier von Tarte Park Avenue Princess. Und mit dem stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Jetzt nehme ich ihn gerade mit der Hand. Weil er ist schon sehr dunkel. Ah ja, muss ich noch überlegen. Und dann habe ich hier noch einen in dem Beutelchen drin von Sau. Ein magnetischer.
Und jetzt habe ich dann keinen Platz mehr. Der ist auch sehr warm und sehr glowy. Meine Hände und Arme schauen krass aus und deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen säubern und euch dann im Anschluss zeigen, welche Bronzer mich verlassen werden. Es sind tatsächlich 4 Bronzer geworden, die mich verlassen werden, auch große Namen dabei. Park Avenue Princess von Tarte, finde ich so schön vom Packaging, aber ich mag ihn nicht so gerne. Er hat so viel Gold-Glitzerpartikel drin und ist mir ein bisschen zu dunkel. Ein bisschen zu warm. Der Hoola Glow ist halt auch ein bisschen zu glowy. Solche Glow Bronzer habe ich bereits in einer richtig tollen Face Palette drin. Deswegen, die Face Palette finde ich noch toller als die beiden Sachen. Deswegen werden die gehen. Dann der Mini hier, den ich mal immer in Urlaub mitnehmen wollte. Habe ich deswegen wahrscheinlich nie mitgenommen, weil der mir einfach auch zu glowy ist. Und der Look by Bipa. Summer Ritual ist halt sehr aschig und sehr bröselig und ist halt leider auch nicht so meins. Deswegen werden mich diese 4 Produkte hier leider verlassen. So, und das war's mit den gesammelten Bronzern. Es ist doch immer viel, was da zusammenkommt und zusammengesammelt wird. Ich bin jetzt froh, dass wieder auch ein bisschen was ist, was gehen darf, damit die Sammlung ja wirklich nur die Essentials beinhaltet. Ihr Lieben, gerne freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Könnt ihr einmal unten kostenlos tun. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir mal drunter schreibt, was denn euer Lieblingsbronzer eigentlich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.